Straßenmusikant und auch Hofmusikus, verschafft den Leuten durch mein Spielen werklichen Genuss. Das Publikum ist heut verwähnt im allerkleinsten Kopf, doch über meine Hofmusik, da sind sie alle Bopf. Also damit sie gleich wissen, mit wem sie die hohe Ehre haben, mein Name ist Lippentriller, Hofmusikus. Ach, wissen Sie, ich habe es eigentlich gar nicht nötig, dass ich auf die Hefe gehe und Musik mache. Nee, ich tue es schon auch nicht aus Not. Nee, bloß, weil ich Geld brauche. Wissen Sie, was man so alles erlebt, wenn man auf die Hefe Musik machen geht, das glauben Sie gar nicht. Da komme ich neulich in einen großen Hof rein und da waren hohe Gebäude ringsrum. Ich dachte, na, wenn hier bloß die Hälfte was runterschmeißt, da klopft der Laden. Also ich fange nur an. Ich mache das Erste, ich mache das Zweite. Kein Mensch an einem Fenster zu sehen. Ich denke, na, was so laut sind sie denn hier alle verreist? Na, ich mache das Dritte und beim vierten Stück, da guckt oben einer vier Treppen raus und sagt, sie, hören Sie mal, das hat keinen Zweck, dass sie hier spielen. Das ist eine Taubstummanstalt. Ja, sehen Sie, das sind eben geschäftliche Missgriffe, die man so hat. Nun, neulich, da war ich einmal auf dem Hofe, da schrie einer oben runter, Mensch, hören Sie mit der Jammermusik auf da unten, arbeiten Sie lieber. Nun, so ein Schafkopf. Ich habe gearbeitet, Gott sei Dank. Ich habe mich genau nach der Bibel gerichtet. Da steht nämlich drinnen, 6 Tage sollst du arbeiten, am 7. sollst du ruhen. Dass man aber am 8. wieder anfangen soll, davon steht nicht drinnen. Das heißt, jetzt muss ich auch mal wieder einen machen. Ich brauche nämlich heute noch ein paar Fänge Geld. Hab ich alle Hefe abgekloppt und Geld ist alles da, dann spiel ich noch aus Dankbarkeit auf der Harmonika. Doch wenn die Leute knausrig sind und für mein Spiel nicht gäm, nur dann nehm ich mein Zerbenstheim und mach gemütlich heim. Der falsche Ton, der war vor dem falschen Pupzer, den einer runtergeschmissen hat.